Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Back in Minecraft, back in a track mit Schubert69. Was geht? Ich bin Schubert69. Ich hab ne 1. Oh mein. Du auch? Ja. Digga, es fängt gut an. Nice. Nice, es fängt gut an. Mach mal diesen Ding, ein Tag Timeout. Oh der arme Gott, Digga, er weiß ganz genau, wann er diese Let's macht. Er hat alles gefickt, Digga. Es geht los. Oh, warum fängst du schnell an? Drachenflucht, wir müssen vor dem Drachen wegrennen. Wie spät das, wo wir gespielt haben? Digga, wir sind viel zu schnell drinnen, ne? Wie geht es dir erstmal? Wir haben uns vor lange nicht mehr gesehen. Also, mir geht's scheiße. Ehrlich jetzt? Weil, ich habe heute noch nichts gegessen und ich habe so ein Problem. Ich esse einfach nichts, wenn man mir nichts vor die Füße legt. Fuck, ich hab verkackt. Hä, also wenn du... Aber du wohnst doch alleine, also isst du nie was oder was? Bruder, guck mal, ich bin so... Du sagst zum Beispiel, ich gehe zum Dönerladen, willst du was? Ich sag, nein, nein, auf keinen Fall, hol mir nichts. Ja. Dann holst du mir aber trotzdem was und ich esse mein Essen und dein Essen sogar weg. Checkst du? So bin ich. Das heißt, wenn es was gibt, dann isst du unnormal viel und wenn es nichts gibt, dann isst du einfach gar nichts. Ich sag den, dann verhungere ich einfach, egal. Oh mein Gott. Wie benutzt man diesen Schub? Einfach Schubi rechtsklicken. Schubert. Bist du weiter hinten oder bist du schon vorne? Ich bin weiter hinten. Oh nein. Der atmet alles weg. Ich höre ihn hinter mir, ich höre ihn hinter mir. Nein! Ich bin weg. Oh mein Gott! Ich höre ihn, hörst du ihn auch? Ich bin tot. Ich bin tot. Oder ja. Scheiße. Nein, aber ich habe einen neuen Rekord gemacht. Fuck. Ich war echt nicht so scheiße. Ich habe mir echt Mühe gegeben, Digga. Aber ich bin leider gestorben. Schade, okay. Es sind noch zwei. Was würdest du dir jetzt für Essen bestellen? Wenn du Mensch. Jetzt Hunger hättest. Du hast jetzt gegessen gerade, aber wenn du Hunger hättest. So richtig Hunger. Richtig Hunger? Ich glaube, ich würde dieses neue Loco Chicken probieren. Ja, bei mir gibt's das aber nicht. Ja, bei mir auch nicht. Aber du hast ja nicht gefragt, ob es das gibt. Boom! Sechs, jawoll! Genauso kann es weitergehen. Warum? Was würdest du dir denn bestellen? Hast du irgendwas im Kopf? Bruder, guck mal, das Problem ist, ich will irgendwie McDonald's essen, aber ich will auch irgendwie nicht... Nein, mach das nicht. Weil also McDonald's weiß, immer cool, also wenn man so an so Tagen, wo man so einfach schlecht sich dann was reinfrisst, aber so oft McDonald's ist halt echt nicht gut. Aber ich habe vor lang kein McDonald's gegessen. Ja, dann ist was anderes. Boah, das Spiel kann ich, buntes Chaos. Was ist das? Dann bestell dir doch was. Was würdest du dir denn jetzt bei McDonald's bestellen? Ich bestell mir jetzt bei McDonald's... Oh, warte mal. Oder ich kann nicht gleichzeitig denken und spielen. Ich hatte einen Brain-Lag auch. Doch, musst du, Digga. Multitasking, wichtig. Ich glaube, ich bestell mir so ein... Ich weiß nicht. Ich hol mir einfach einen Cheeseburger ohne Cheese. Das ist ein Hamburger. Ja, aber ich will... Weißt du, warum ich einen Cheeseburger ohne Cheese nehme? Nee. Oder weil dann... Was? Die sind ja nicht dumm. Die machen den Burger dann frisch und machen den Käse weg. Und dann ist der Burger frisch. Checkst Nein, du? Die geben dir einfach einen Hamburger, Bro. Die sind nicht dumm. Oder hast du schon mal Burger bestellt und gesagt, Burger ohne Gurken? Ohne Gurken zum ja, Beispiel. Dann sind die frisch. Das ist schlau. Dann sind die richtig. Aber nicht bei das Käse, Bro. Das macht allgemein keinen Sinn. Ich bestell das doch sowieso. Ah, ich bin tot. Ey, ich dachte falsch in der Plattform. Ich bin einfach gesprungen, hab das benutzt. Das hat einfach mich nur nach oben geboostet. Wie schlecht. Ja, ich bin auch irgendwie gestorben, Alter. Oh mein Gott, ich hab eigentlich ganz gut gespielt, aber ich dachte, ich würde den Plattform-Item benutzen. Hab's aber nicht benutzt, leider. Ich glaube, einmal hast du das gewonnen sogar letztes Mal. Ja, das Spiel kann ich eigentlich ganz gut. Guck mal, ich war gar nicht so weit vom Ende entfernt. Naja, egal. Warst du eigentlich gut in der Schule? Also in der Realschulzeit war ich nur gut in Englisch. Nee, warte. Ach, warst du auf der Realschule? Ich war auf der Realschule. Eins, Digga. Guck mal, ich erzähl dir jetzt. Ich war, ja, ich hab auch ein 1. Ich hab keinen Bock mehr. Realschule! Oh mein Gott!
Alter, er war einfach auf der Realschule. Bist du dumm oder so? Bist du dumm? Digga, du, guck mal, wie alt du bist und guck mal, wie alt ich bin. Was hat das mit dem Alter zu tun, wo man war? Vielleicht, ja, wenn ich will, mache ich jetzt mein Abi noch. Und dann bin ich immer noch so alt. Du warst trotzdem nicht auf du warst trotzdem auf Realschule. Digga, ich hab Realschule gemacht und ich hab eine 5 in Mathe gehabt, deswegen konnte ich nicht aufs Gimmi. Eine 5 in Mathe? Ja, weil meine Lehrerin, Grüße gehen raus an der Stelle. Du hast Grüße an Berkos Lehrerin, wie hieß sie? Ja, ihren Namen will ich jetzt nicht sagen. Ja, Digga, ich dachte schon, Digga, hättest du ihren Namen gesagt, das wäre echt weird gewesen. Digga, sie, guck mal, du musst dir vorstellen, hätte sie mir in der mündlichen Prüfung, ne, ich stand auf 4 bis 5 in Mathe. Und sie hätte mir 0,2 Punkte, hätte sie Auge zudrücken müssen und ich hätte eine 4 bekommen, aber hat sie nicht gemacht. Okay, Digga, ich habe gerade ein Item benutzt, das hat mir einfach gar nichts gebracht. Ja, und dann bin ich auf Berufskolleg gegangen, wo Leute waren, die waren 30 Jahre alt, dann war einer 16, dann war einer 25. Digga, auf dem Berufskolleg ist der Altersunterschied ehrlich richtig groß, ne? Digga, da war einer, der war schon seit 4 Jahren auf der Schule und dann ist er in die 12. gekommen und hat dann abgebrochen. Richtig komisch. Okay, 12 Jahre ist echt ein bisschen viel. Du hast, ja, warst du immer auf dem Gimmi? Mhm. Ja. Aber ich musste mein Abi wiederholen. Haha. Ich musste 9. wiederholen. Ist das auch schlimm? 9. wiederholen? Ah, warte, das war doch diese Story. Ich glaube, die hast du mal irgendwo erzählt. Da, wo du verkackt hattest und dann hast du es geschafft. Dann hast du deine Mutter angerufen und du hast geweint, gefreut und sie hat gedacht, du hast wieder verkackt. Genau. Ich war 5. Wir werden immer besser, Berko. Dafür, dass wir so lange nicht mehr, wir haben echt lange nicht mehr gespielt, muss man sagen. Ja, aber das ist ja nicht Skill, Bruder. Ich hab wieder eine 1 gewürfelt. Doch, nur das Würfeln ist kein Skill. Nur der Rest ist Skill. Es kommt natürlich auch auf die Spiele an, die man bekommt bei Minecraft Mario Party. Feier, Bruder. Boah, Kletterkönig, das kenne ich gar nicht. Sag mir nicht, das ist das, wo man nach oben... Ach, Digga. Nice, das ist das, wo man sich so gegenseitig boxen kann und so Sachen platzieren kann. Boxhandschuhe? Wie sehe ich aus? Hey, was ist das, Digga? Digga, man wird so weggeboxt. Man wird so weggeboxt, so unnötig. Ach, kann man auch in die Luft? Man kann auch bauen. In die Luft, oder was? Nee. Wenn du rechte Maustaste drückst, du hast ja Glas in der Hand. Da ist, glaube ich, einer hinter dir, der dich boxen will. Der soll kommen. Da kommt von dem. Ab, Checkpoint. Ich bin tot. Tot? Man kann sterben? Ja, also ich bin runtergefallen. Achso. Ey, ich habe keinen Autosprint an, das fuckt voll ab. Okay. Kennst du diese Minecraft-Spieler, die tun mit Mausrad einmal so drehen und haben dann so 40 Sachen gebaut? Ja. Oh nein. Oh nein, ich muss alles wieder von vorne! Digga, das war mit der größte Noob-Place, was ich gemacht habe gerade. Hast du keine Checkpoints abgehackt? Doch, aber ich war wieder back beim Checkpoint. Ich meine mit von vorne beim Checkpoint, ich war schon echt weit. Ey, zum Glück sieht gerade kein... Ach, stimmt, ich streame. Scheiße, Digga. Wenn das jetzt ein YouTube-Video, ich hätte es rausgeschnitten, ich sag dir ehrlich. Ich hätte es echt rausgeschnitten, was ich gerade gemacht habe. Ich war vor der Ziellinie noch reingechockt. Ja, ich auch. Shit, zum Glück hat man es nicht gesehen, wie ich vor der Ziellinie war und dann reingechockt habe. Candy G, dankeschön für den Resub, für die 5 Gift-Subs. Ah, ist das die Marke Candy G? Dankeschön. Oh, eine 4 gewürfelt, du? 5. Lil Junior, danke schon für den Resub im 2. Eine 5? Ja, ich bin auf Platz 10, Bruder. Ich bin auf Platz... Digga, du bist Vorletzter. Ich bin Vorletzter. Nein, wir müssen das jetzt drehen, Berko. Es kann nicht sein, dass wir immer schlecht sind. Wir müssen die Besten sein. Spleef. Ah, okay. Das schaffen wir, okay? Wir sind dreckige Kurden. Wir müssen die anderen runterbekommen.
Hey! Hamid! Ja? Digga, ich wurde vom Spiel gekickt. Dein... Oh! Du hast mich abgelenkt, wegen dir bin ich runtergefallen! Dein Internet war auch kurz weg im Discord. Sorry, gar nicht, ich bin jetzt ab im ersten. Nein, bist du jetzt raus? Berko? Hallo? Chat, hört ihr mich noch? Chat, spam mal kurz ja, wenn ihr mich hört, ja. Okay. Berko ist einfach weg. Berko hat kein Internet mehr. Was ist das für ein Internet? Hörst du mich überhaupt? Genau das ist der Moment, wo ich alles Sachen sagen kann über Berko, was ich wollte, ohne dass er mich hört. Berko ist hässlich. Berko hat eine weirde Nase. Berko, sein Style ist weird. Berko ist schlecht in Minecraft. Berko ist in Fußballkacke. Berko, sein Frauengeschmack ist einfach nur seltsam. Berko, sein Riss ist sehr, sehr aufdringlich. Das ist kein Riss, das ist, ich würde das, und Berko ist ein netter Mensch und einer meiner besten Freunde. Und ich wünsche mir einfach, dass unsere Freundschaft für immer hält. Hallo! Ach, hast du mich gehört gerade? Ich habe gar nichts gehört, Bruder. Ach so, okay. Gerade. Ah, ja, dein Internet ist weggegangen. Du hast gerade bei mir... ich hab gerade so ein paar Sachen gesagt, die ich über unsere Freundschaft mag. Müssen wir jetzt von neu starten, weil du rausgeflogen bist, oder wie? Bruder, warum bin ich rausgeflogen? Ich glaube, ich... Jetzt, du bist rausgeflogen, ne? Ja. Ja, dann müssen wir wohl neu starten, das Spiel. Schade, Digga, wir waren so gut dabei. So, ah, Mist, jetzt haben wir eine Ausrede, dass wir nochmal neu starten müssen. Ist ja schlimm. Ist ja schlimm, Berko. Bist du aber wieder auf Citox hier? Berko? Ja, ich bin, ich bin wieder in der Runde drin, wo wir gerade gequittet sind. Nein, ernsthaft? Man kann rejoinen, Digga. Ah, egal, jetzt sind wir eh schon zu weit hinten. Checkst du? Ja, geh raus, ey. Ich bin jetzt auch rausgegangen. Hä, aber warum? Digga, was ist das? Bist du raus? Was ist nie passiert, Digga, in der letzten Zeit? Ja. Okay. Jetzt bist du drin, ne? Mhm. Du musst mich wieder einladen. Hab ich doch. In deine Party. Du musst mich in deine Party einladen. Du bist bereits in deiner Party. In der Lobby. Nein. Berko, hörst du mich überhaupt? Ja, aber ich bin in der Lobby. Ja, dann mach Party Leave. / Party Leave. Und sag, wenn du gemacht hast. Ich bin in gar keiner Party. Doch, dieser Spieler ist bereits in deiner Party, steht hier. Digga, ich muss dich jetzt kicken, Digga, weil du zu inkompetent bist. Ah, okay, ich hab geleaved jetzt. Okay. Oh mein Gott. Ja, wo soll ich wissen, dass man leave mit Abstand schreiben muss? Oh mein Gott, Digga, also... egal, scheiße. Bist du drinne? Berko! Nein. Hä? Ich bin immer noch in der Lobby, was ist das? Digga, das Spiel hat direkt gestartet. Ich war, glaube ich, der Einzige, der noch rein konnte, deswegen. Du bist in der Party, ne? Ich bin in der Party. Bist du jetzt mit drinne? In der Lobby. Ich bin immer noch in der Lobby. Bist du aber in der Mario Party Lobby wenigstens? Bruder, ich bin bei dieser Citoxin Lobby, aber ich... Ja, ich du musst auf Minecraft Party klicken. Wie willst du sonst mitkommen? Minecraft Party? Aha. Ich bin jetzt bei Minecraft Party. Ja, aber davor musste ich auch nicht auf Party gehen. Ich bin einfach bei dir drin gewesen vorher jetzt. Oh, guck mal, mach doch... Bruder, ich hab doch gesagt, vorhin war das auch so. Ich musste nicht auf Minecraft Party gehen. Bist du jetzt mit drin? Jetzt bin ich wieder schuld, natürlich. Du hast mich gekickt aus... Du hast mich gekickt! Oh mein Gott, du hast mich gekickt aus der Party. Da steht Hamid Loco Kick Schubert 69. Ja, und da, um dich wieder einzuladen, aber es hat nicht geklappt. Digga, geht einfach in die Lobby rein. Ja, Digga, es hat nicht geklappt, Digga. Es hat nicht geklappt. Hast du nicht gesehen? Da habe ich noch Party-Invite geschrieben und es hat nicht geklappt. Dann bin ich mal so frei und trete jetzt bei. Nein, ich bin selber nicht mehr drinne.
Denk, ah, Bruder, er ist schlechter, könnte es nicht laufen, ehrlich. Justin, schneid das raus. Warte, jetzt. Ich habe Justin getroffen letztens, ne, in Stuttgart. Random, oder was? Ja, ich war da so, mit meinen Jungs in diesem kleinen Oktoberfest quasi. In Stuttgart gibt es auch so einen. Ja. Und ja, da war halt Justin, ne? Hey, hier steht kein, es gibt keine Person. Was redest du? Ernsthaft jetzt? Ich weiß nicht. War Justin da mit dem Mädchen? Deswegen macht er gerade komplette Scheiße. Kein Kommentar. Er schneidet, man muss kurz sagen, ne, Justin, boah, ich weiß, er schneidet das Video hier auch. Justin schneidet so unfassbar schlecht in letzter Zeit. Er macht jeden Tag mindestens einen Fehler. Und ich habe ihn ja auch eingestellt für Umut. Umut will einen neuen Cutter. Umut will nicht mehr Justin schneiden lassen. Weil er einfach. Digga, er war mit 6 Eiern unterwegs, Digga. Er war mit kompletter Jungsparty unterwegs. Ja, Digga, ich weiß, dass er gerade mit einem Mädchen unterwegs ist. Ich habe selber gesehen. Geh jetzt zum Party weiter, ja. Justin. Ja, okay. Ach, ne, du musst mich einladen. Ja, ich kann irgendwie nicht mehr. Partyschuh. Bist du bei Minecraft Mario Party drin? Mach mal jetzt nochmal Schuhbett. So, jetzt. Okay, let's go. Endlich. Das ist unsere Runde, Schubert. Wenn wir jetzt verkacken, dann scheiß ich mir in die Hose. Einer schreibt, Digga, er soll einfach am Samstag schneiden. Ja, moin. Oder er muss jeden Tag schneiden. Was denkst du, was sein Job ist? An einem Tag arbeiten? Hä? Ja, nice Vorschlag aber, Brudi. Am besten dich auch direkt als Cutter einstellen, Digga, mit deinen Lösungen, die du im Kopf hast. Gar kein Problem. Einfach, er soll einfach Samstag schneiden, dann ist ja nice. Er soll Cutter werden einfach. Der, wo das Team hat, er soll Cutter werden. Oh, Leon, Bruder! Wo? Nicht Sub? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist peinlich. Ich will auch. Er spielt einfach Minecraft. Oh nein, Digga, du bist zu gut. Ernsthaft. Wer? Ich spiele schon immer Celtics? Minecraft, ja. Celtics ist Minecraft-Legende, ist das Problem, Digga. Ich hab keinen Bock mit ihm zu spielen. Digga, ich weiß, er hat früher Minecraft-Videos gemacht. Ja. Oh nein. Okay. Let go, Schubert. Okay, ich würfel eine 6, okay? Bist du ready? Warte, ich hab kurz bei McDonald's bestellt. So. Oh mein Gott. Er hat ehrlich. Nein, Bruder, wie kann man denn dreimal eine 1 würfeln? Ich hab eine 5. Ja. Ich gönn dir nicht. Guck mal, jetzt ist schon schwer zu gewinnen mit so einem Luck. Reise nach Jerusalem. Boah, Digga, das passt gerade gar nicht zur aktuellen Politiklage. Oh mein Gott. Das passt echt nicht. Nee. Wir haben eine Ausrede, wenn wir das Spiel verlieren, sagen wir einfach, wir haben das verloren. Egal. Um Statement zu machen. Nix. Ja. Ja. Ey, was ist das jetzt hier? Was ist das? Ja, du musst in die Schiffe. Von oben kommen jetzt gleich Schiffe. Und du musst rechtsklick rein in die Schiffe. Bin! Du hast auch gestanden. Let's go, Schubi! Schubi a cappella! Rappala Flow, geh tiefer, die tiefer, die tiefer. Oh, Leon mit dem Sub, genau so, mein Mann. Genau, er hat mir sogar seinen Prime-Sub gegeben, stark. W Celtics in den Chat. Bruder, ich fick dieses Spiel. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich auch nicht. Nein, Digga. Okay, das war ein Statement einfach gerade. Was für ein Statement? Ah, okay. Leon! Danke für den Sub, mein Bild. Wir sehen uns in Dubai. Kommst du mit nach Dubai jetzt, Berko? Wann denn? November. November, was haben wir jetzt? Dezember. Nein, warte mal, November. November ist die nächsten Monat, ne? Ja. Ja. Kommst du mit nach Dubai? Ja, bestimmt. Ui, stimmt. Ich bin halt nächsten Monat noch in der Türkei, deswegen. Was machst du in der Türkei? Bro, bisschen so halt. Bisschen was essen gehen, sag ich mal. Hä? Wer geht in die Türkei, um was zu essen zu gehen? Oder guck mal, ich sag dir ehrlich, seit Wochen, Bruder. Bin ich auf TikTok und ich sehe die ganze Zeit so. Irgendwelche Amjas, Digga, die machen einen Sucuk Toast mit einem Bügeleisen.
Oder die machen, keine Ahnung. Das hört sich aber nicht lecker an, Sucuk-Toast mit einem Bügeleisen. Aber das sieht lecker aus. Oder die machen Lachmacun auf Kopf oder sowas. Fünf, was hast du? Ich hab drei. Ja, okay. Was machen die Lachmacun auf? Ich hab so Bock darauf bekommen, ich dachte mir, Digga. Was machen die Lachmacun auf? Auf Cobblestone, also auf Stein. Digga, wer sagt denn zu Stein Cobblestone erstmal? Ist doch egal, die machen, oder die machen krasse Streetfood. Ja, trotzdem, Bro, wie lange hast du Minecraft gespielt, dass du zu Stein Cobblestone sagst? Oder ist Stein nicht auch Cobblestone? Oder, nein, okay, dann sagen wir so Pflasterstein. Oh mein Gott. Was ist das jetzt, Walls? Ah, du musst Eisen abbauen, Bro. Und schon mal deine Rüstung bauen. Hä, was hast du denn für ein Bug? Ich sehe Hieroglyphen einfach im Stein. Ja, ja, wenn du das abbaust, ne, das wird so... Ist das mein Desktop? Zeigen die den Desktop? Ernsthaft? Was denn? Man hat 2 Minuten Zeit. Aber hier gibt's ja gar keinen Dings. Wir sind in einem Team, Bro! Hier gibt's ja gar keinen Baum. Haben wir keinen Baum? Ah, doch, hier. Eisenschwert und so auch. Helm kann man nicht anziehen. Mach dir auch ein Schild. Ja, mach du mir mein Schild, bitte. Mach mir auch Schwert, gib mir Holz, bitte. Ich mach dir, warte. Es geht los, schnell, Beko. Warte, ich hab's. Hier. Let's go. Okay, oh, lass zusammenbleiben. Aber wo, wie erkennen wir denn die gegnerischen Mannschaften? Die sehen doch alle gleich aus. Nein. Ah, die haben Helme in den Farben. Guck, da ist ein Grüner. Komm, wir gehen auf ihn. Jawohl, sehr schön. Wir holen ihn, wir haben ihn. Nur auf ihn konzentrieren. Der ist zu seinen Leuten. Bist du hinter mir? Bist du bei mir? Ja, wir bleiben zusammen. Ganz wichtig, Schubert. Wir haben zwar ein Viererteam, aber wenn wir zu zweit vernünftig spielen, sind wir, glaube ich, stärker. Woher haben die den Bogen jetzt auf einmal? Ah, ich weiß wie. Da kommt Schubert, los geht's. Boah. Rauf da, komm. Bist du hinter mir? Bleib hier, lass hier bleiben. Aha, ich hab Bogen. Lass hier bleiben. Ja, lass hier bleiben. Da kommt einer. Sehr schön. Wir kämpfen von hier das clever aus. Schön, Berko. Boah. Wir bleiben hier zusammen. Pass auf! Ne, nicht irgendwo auf Lava oder so drauf. Bleib hier. Der eine Dia, pass auf ihn auf. Pass auf den Dia-Typen auf. Eliminiert. Oh mein Gott. Wurden wir beide eliminiert? Ja, Bruder, die haben zu dritt auf mich draufgeschlagen. Was? Wir hatten so eine gute Ausgangslage. Wie konnten wir... Nee, Platz 4. Du auch Platz 4, oder was? Ich bin Platz 6, ja. Was? Und ich habe eine 1 gewürfelt. Ich habe eine 3. Digga, das hatten wir eigentlich gut gespielt gehabt. Hamed, guter Callgeber, ne? Ey, Digga, ich habe das gerade gut gemanagt, so vom Reden her. Digga, wer bestellt Äpfel? Reihenfolge! Ey, jetzt müssen wir beide die Fresse halten. Ich kann das gut, aber du musst leise sein. Was ist das? Du musst die Reihenfolge nachmachen, aber du musst leise sein jetzt. Dann gewinne ich das für uns. Reihenfolge. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Ich wurde direkt rausgeschmissen. Ich hab jetzt nicht geguckt, Digga. Ach, scheiße, Digga. Digga, ich wollte mich muten, Digga, weil du mich abgefuckt hast mit deinen Worten, Digga. Und dann hab ich nicht drauf geguckt. Ich hab nicht mal gewusst, dass es losgeht, um ihn rauszugehen. Ja, du hast die ganze Zeit geredet, obwohl ich meinte, halt die Fresse. Warum sagst du mir nicht, dass es schon losgeht? Junge, ich hab doch gesagt, es geht los, halt die Fresse, Digga. Sehr hässlich. Okay, wir haben verkackt. Letzter Platz oder Vorletzter? Ich glaube beides. Ich glaube, wir würden mehr Punkte sammeln, wenn wir Letzter und Vorletzter wären.
Ah, Digga, dann ist das genau der Moment, wo ich wieder an meinen Sub beiße. Was hast du dir denn jetzt bei McDonald's bestellt? Bruder, ich hab noch nichts bestellt. Ich bestell jetzt. Ich hol mir, was hol ich mir jetzt? Boah. Komm schon, gib mir eine 6. 3. Wir sind auf dem selben. Was hast du? Ich hab eine 1, schon wieder. Das heißt, ich bin vor dir. Pferderennen. Let's go, das können wir, Schubert. Schubert a cappella. Ja, geil, ich bin eine halbe Stunde hängen geblieben. Oder am besten Pferde rennen immer mit F5, ne, von der anderen Perspektive. Ja, ich weiß. Alter, mein Pferd brennt. Ich dachte, mein Monitor brennt. Dein Aquarium brennt. Ich bin letzter oder so, ja. Scheiße, die nehmen eine Abkürzung, die ich nicht kannte. Boah, ich hab grad auch eine Abkürzung genommen. Maschallah. Bist du ganz vorne? Nein, ich bin letzter. Sehr schön, mein Bär. Genau so weiter. Wir sind so unfassbar schlecht, ne? Ja, was hast du denn erwartet, dass ich sag, boah, ich bin erster, oder? Geh ja. Oder erster Platz. Ich dachte vielleicht. Ich finde die Map aber ernst, das hört sich jetzt komisch an, echt nicht einfach. Hä? Ich komm einfach nicht hoch. Mein Pferd. Digga, wir sind beide letzter, Digga. Oh mein Gott. Ich bin kurz vor dir gewesen, einfach nur. Hinter mir waren noch zwei. Letzter war ich jetzt nicht. Du, ich war 12. Und du? Ich war 10. Glaube ich. 7,69 €. Jetzt habe ich bestellt. Oh mein Gott. Ich habe ein Hamburger Royal Käse McMenü bestellt. Leute, holt bei Kitkats. Was? Egal. Sag, was hast du wohl? Ich wurde wegen Kinkens fast von meinen Eltern auseinandergenommen. Warum? Bruder, meine Mutter kommt so manchmal hierher, ne? Mhm. Und weil die sagte mal, ich lebe sonst meiner eigenen Scheiße, weil ich nicht sauber mache. Obwohl ich sauber mache, Digga. So. Sie kommt, sie macht sauber. Oder was liegt auf dem Tisch? Diese Kinkens, Dings, Knospen da, diese Schokolade. Ja, ist jetzt seine Schuld oder von Kinkens, dass da das liegt? Ja, ist auch meine Schuld, aber ist auch... Ist nur deine Schuld! Verpiss dich! Digga, verpiss dich, ja. Ist ja so ein Schwanz-Zuschauer, ne? Leute, das ist ein Ding, Stream-Sniper, die von Zitoxien. Gib mal den Namen weiter, dass er gebannt wird. Ist ja hässlich. Er soll gebannt werden? Ja. Ey, weißt du, auf was ich wieder Bock hab? Hm. Auf so ein Spiel wie so The Forest. Ja, wir können The Forest nochmal spielen. Nein, weißt du, was bald rauskommt? Hm. Kennst du Ark? Ja. Es kommt Ark 2 raus jetzt bald. Aber ich hab Ark 1 nicht mal gespielt. Ich auch nicht, egal. Aber das sieht geil aus. Ja, okay, lass das spielen. Auch so Survival-mäßig. Da kann man so Dinosaurier zähmen und sowas. Richtig geil. Wie läuft's bei dir? Ich bin auf... Ja, ich bin gerade alles runtergefallen. Amun. Hört sich auch gut an, Bill. Ey, ich bin noch weiter unten, als wenn man spawnt und einfach... Ja, gar kein Problem. Ich spiele einfach nicht. Ah, man kann diese... Dinge abbauen, ja. Man kann die abbauen. Wusstest du das nicht? Oder ich dachte, man kann die nur placen. Oh. Scheiße! Ja. Ey, ich war Vierter! Och Mann, Digga, langsam habe ich keinen Bock mehr. Ich bin auf Platz 8. So. Komm schon, 6, bitte. Yalla! 4. Ich habe auch 4. Ey, das ist doch abgekackt, das Spiel. Okay. Und wie geht's
Ja? Ja, Mann, ich lese gerade auf dem Chat. Wie geht's eigentlich deinem Dings? Dein Kiefer, kannst du wieder essen und so alles? Mhm. Essen noch nicht. Echt jetzt? Mhm. Also keine harten Sachen, ne? Alles nicht. Alles? Nur Flüssigkeiten. Du hast doch Nudeln gegessen vorhin. Nein. Diese PS-Nudeln da. Das war gestern. Also kannst du doch essen. Ja, bei manchen Tagen darf ich, bei manchen nicht. Ah. Wann darfst du nichts essen? Heute. Ah, okay. Wie fandest du eigentlich meinen Song? Welchen Song? Ah, bei Billy. Digga, weißt du, wie das war? Du, um 20 Uhr, oder nee, wann das war, ne? Sollte ich ja das machen, ne? Mhm. Ich hab einfach davor, war ich im GTA im Support die ganze Zeit. Die haben mich nicht gehen gelassen. Wie im GTA Support? Ja, im Support, weil irgendeiner sich beschwert hat wegen mir, wie immer. Digga, guck mal, was ich jetzt mache. Mich interessiert gar nicht, weiter hochzukommen, sondern ich will dir nur boxen. Ach, er geht sogar, er hat keinen Bock darauf. Boah, bei mir ist geil. Nicht mal jemand, den ich boxen kann, weil ich so weit hinten bin. Oh mein Gott, ich wurde runtergeschlagen. Oh mein Gott. Digga, du bist sogar vor mir und du sagst das. Was, du bist hier oben. Passiert? Ich war weiter hinter dir, als ich gesagt habe. Bitte 6. Bitte 6. 1. Welche Platz bist du? Guck mal, ich sehe dich. Hier. Ich bin hinter dir. Was ist, oh nein. Richtige? Wieder wie eben. Das haben wir noch. Digga, was isst du da? Sandwich. Bitte mich. Ich dachte, du kannst nichts essen. Ja, das war ein Witz, ich hab verkackt, Digga, wegen dir. Oder ich hab das echt geglaubt, ja. Digga, was ist das für ein Kackspiel? Alter, ich bin tot. Ja, Digga, wir sind zu schlecht. Ey, Berg, wir müssen das mehr suchten, ich sag dir. Oder wer? Die Zuschauer wollen das auch sehen, oder Chat? Also, auf YouTube, weißt, Digga, Leute, du weißt nicht, wie oft in den YouTube-Kommentaren auf zweiten Kanal kommt, wann kommt wieder Minecraft mit Berko. Oder, weißt du, was wir jetzt mal spielen müssen? Was denn? Auf Roblox. Nein, Digga. Oder, das ist gerade, für jeder spielt das gerade, weil das gerade auf PlayZ rausgekommen ist. Das ist echt lustig, glaub mir. Roblox auf PlayZ. Nein, auf PC, da gibt's Horror-Maps und so, dies, das. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gespielt. Echt? Mhm. Da gibt's auch RP in Roblox. Schön für dich, das spielen wir aber nicht. Ja, kein Problem. 6, let's go! Sagen wir, wenn das Video, das mit Video sieht das eh kaum einer. Wenn das Video hier 3000 Likes bekommt, spielen wir Roblox einmal zusammen. Guck, die schreiben auch im Chat, Roblox kommt böse. Und du darfst dann entscheiden, was wir spielen, okay? Warum ich? Ja, du wolltest das doch spielen, oder willst du nicht? Ich will kein Roblox spielen. Ja, dann spielen wir das nicht. Hä? Warum reden wir dann überhaupt darüber? Du hast gesagt Roblox. Nein, du meintest Roblox. Okay, Chat, wer hat gesagt Roblox? Ich oder Hamid? Hä, Chat? Chill mal bitte jetzt. Oh mein Gott. Achso, ich dachte... Digga, ich find's echt schwer. Guck, Chat sagt Hamid. Siehst du? Digga, als ob das schon alle geschafft haben. Hast du geschafft, die erste Runde? Ja. Digga, wie? Als wenn das so einfach wäre. Du, ich hab dich gerade gesehen, du Wichser. Jawohl, jetzt hab ich's. Er sagt einfach ja. Ha. Hä? Hey, ich dachte, ich hab gewonnen. Du warst noch im ersten Level. Es gibt mehrere. Du hast gerade mal das erste Level gegangen.
Eins, ey, wie kann man so oft Einsen und Sechsen würfen, Chat? Ey, wusstest du, dass ich heute Hotchip gegessen habe? Ja. Aber was hast du? Ey, wir sind wieder Letzter und Vorletzter, Bro. Wir sind wieder Letzter und Vorletzter. Es kann nicht sein, Digga. Wir sind so unfassbar kacke, Digga. Das ist ja unglaublich. Wie kann man so schlecht sein? Ich habe diesen Screenshot zugeschickt bekommen, Mann. Oh mein Gott. Okay, lass jetzt einmal ernst spielen, okay? Was, im Minenfeld? Ja. Wir spielen jetzt beide einmal ernst, okay? Okay, kein Problem. Dann schalte ich mal jetzt den Gang ein. War wohl nichts. Ich glaube, ich hab dich gesehen. War wohl nichts. Dachtest du, kannst mich... Ja. Der Tod kommt. Überraschenderweise heute. Von den Minenfeldern. Fuck. Alter, was ist das denn hier? Hey. Was? Das war Fake, Chat. Das war doch Fake, Digga. Ich bin Erster, was sagst du jetzt? Nee. Bist du nicht. Du bist nicht Kurdenpower, Bro. Was hast du? Zwei. Ich bin vor dir, ich hab drei. Mach's gut, Berko. Oh Mann, ey. Der Arme. Wie ist die Luft da hinten? Warte mal, müssen wir... Es kommt drauf an, ob... ob wir auf Feld... Oh, das war schon. Oder? Das war's. Wie waren... Ey, waren wir... Sag mir nicht, wir waren beide Letzter und Vorletzter. Ja. Digga, wir sind kacke, Alter. Komm, wir machen jetzt noch eine Runde ernst. Eine Runde ernst. Eine Runde ernst. Nein, du hast nicht. Mario Party ist cool. Wir sind einfach nur schlecht. Aber ich... Was ist, wenn mitten im Spiel mein Essen kommt? Ja, dann holst du dein Essen. Okay. Oder sag zu dem Lieferanten, er soll kurz mit reinkommen und Tipps geben. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er besser ist als wir. Oder die Lieferanten können nicht mal Deutsch. Genau, und? Heißt das nicht, dass sie. Das heißt nicht, dass sie nicht Minecraft spielen können. Ich habe ja damals mit Araban Minecraft gespielt. Du zeigst, du nimmst sie einfach mit rein und zeigst auf Minecraft. Und dann spielen die automatisch besser als wir. Ah. Leute, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Ausrufezeichen Discord rein. Ich werde gleich noch auf eure Schuhsammlung reagieren. Ja. Ich hatte nie viele Schuhe. Ich habe immer nur so ein, zwei Paare gehabt, die ich immer getragen habe. Du hattest oder hast immer noch? Guck mal, jetzt habe ich... Schuhfahrer sind jetzt? Ich habe schwarze Air Force mit Rot, dann habe ich schwarze Nike Prestos und weiße Air Force. Das sind meine einzigen Schuhe. Digga, was ist das für eine Kack-Schuhsammlung? Warum hast du schwarze Air Force und dann nochmal schwarze Air Force mit Rot? Was soll das überhaupt heißen mit Rot? Digga, weil ich weiß nicht. Manchmal ziehe ich ein schwarzes T-Shirt an mit roter Schrift drauf, weißt du? Dann oh ey, Digga, ich hab eine 1. Was hast du? Eine 3. Wir gehen raus. Oder das Problem ist, wenn ich Schuhe trage, die gehen raus. Geh auch raus. Wieso? Ich bin rausgegangen. Ich hab keinen Bock mit einer 1 zu starten, das Spiel. Ganz einfach. Trink 17. Digga, mach mal Rejoin. Was laberst du? Nein, ich bin raus. Mach Rejoin. Mann. Digga. Ja, ich bin wieder drin. Du weißt schon, du kannst auch eine 1 würfeln und dann trotzdem würfelt derjenige, der als erstes eine 6 gewürft hat, eine 1 und du eine 6. Ja, trotzdem. Das ist die Dings. Immanuel Kant-Theorie. Das ist nicht die Immanuel Kant-Theorie, Digga. Natürlich. Was ist dann sonst Immanuel Kant? Immanuel Kant heißt, wenn ich nichts weiß, weiß ich irgendwie sowas. Immanuel Kant ist, man darf nicht lügen. Ja, das stimmt sogar. Weißt du, was Immanuel Kant sogar gesagt hat? Er meinte, Hamid Loco, bester Mann, abonniert ihn. Das auch, und er hat gesagt... Ey, ich hab's geschafft! Ich bin Dritter! Berko! Ich hab dir gesagt, Rejoin. Guck, siehst du? Ich bin Dritter, let's go! Immanuel Kant-Theorie. Ich hab jetzt einen Extra-Würfel, Bro. Ich hab einen Extra-Würfel. Das erste Mal seit diesem Video. Digga, Kurden geben niemals auf. Ja. Drei, ne, ist das nicht bei Türken? Egal. 3 und 2 ist okay. 5 insgesamt. Was hast du? Ich
Ich hab eine 4 gewürfelt. Das heißt, du hast insgesamt immer noch mehr als ich. Du bist ein Feld vor mir. Heiße Kartoffel. Da muss man die Kartoffel abgeben. Oh, ich hab voll Hunger auf Kartoffel jetzt. So. Oh, das, die Map ist aber kacke. Ey, was passiert? Ich hab TNT auf meinem Kopf. Ja, du musst sie abgeben, die Kartoffel. Ja, Dummkopf, Digga, du musst die Kartoffel auch abgeben. Ich scheiß auf diese Kartoffel, ich spiele nie wieder dieses Spiel. Was? Wie hat er das gemacht? Hä? Ich glaube, man soll nicht rechtsklicken. Ich glaube, man muss die Person schlagen. Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit rechtsklick gedrückt. Das war dumm. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Ich flieg immer in der ersten Runde raus. Ja, du bist auch schlecht. Das Ende. Platz 4 bin ich sogar geworden. 5! Jawohl, schöne 3, Sache. 3, 3, aua. Was passiert? Ich wollte mein Mikrofon schreien und dieses Ding von meinem Mikrofon ist gegen mein Zahnfleisch geknallt. Das hört sich echt ekelhaft an. Ich krieg jetzt da diese weiße. Kennst du diese, wenn man diese weiße Dinge in seinem Mund hat und man kann nichts essen? Diese weiße Dinge in seinem Mund. Diese Blase da, die man manchmal bekommt. Blase! Weiße Ding in seinem Mund bei Blase. Bruder, das. Wenn das entzündet ist und das richtig brennt, wenn da sowas dagegen kommt. Wenn da was dagegen kommt, wo? Gegen was? Bruder, diese Afte heißt das, glaube ich. Ach so, Aften, ja, kenne ich. Genau. Hätte ich aber trotzdem sehr sass angehört, was du gesagt hast. Ja, ich weiß, ja, okay, ich bin aber nicht so. Digga, wie konnte er schneller als ich sein? Hast du verkackt? Ich hab verkackt. Anfänger. Digga, du musst doch wollen, dass ich auch gewinne. Ah, stimmt. Ich verstehe das nicht. Wieso bin ich so schlecht in diesem Spiel? Nein, Mann! Ich hatte auch noch Schnelligkeitsstiefel, ja, aber ich war immer der hinter einem war. Ja, kein Wunder. Warte, was meinst du damit? Ja, einer war immer vor mir beim Laufen. Ja, warte mal, wie vor dir? War der gebückt? Nein, Digga, er ist vor mir hergelaufen und hat deswegen den Sitz vor mir bekommen, den Stuhl. Ah. Alter, wo. Einfach 187. Wir haben die Lizenz bekommen dafür. Hast du gerade gesagt 187? Ja, die hatten das auch mal. Das ist von Mozart, Bruder, bist du dumm? Oh mein Gott, Digga, er sagt zur Mozart-Melodie 187. Okay, warte mal, wen kennst du denn noch außer Mozart, du Klugscheißer? Sag mal. Wie meinst du? Komponisten oder was? Ja, so auch, so Komponisten von früher. Komm. Brecht und Beethoven. Beethoven? Warte, meinst du ernst? Ja, Beethoven gibt's und Beethoven heißt der, Digga. Beethoven! Dubo. Einer schreibt. Alter, Dubo hat alles getoppt, Digga. Dubo. Ich hasse dieses Spiel. Beethoven, Digga.
Warte mal, wie heißt er denn überhaupt? Beethoven! Ah. So, das gleiche halt. Ey, wo weiß man, wann das bereit ist, Digga? Ich check das nicht. Das ist doch unten links, so Dings. Das muss ich aufladen. Boah, ich hasse das, wenn man hängen bleibt, ne? Digga, ich bin voll weit vorne, glaube ich. Ich bin runtergefallen. Ich bin Dritter, glaube ich, oder so. Ich bin, ja, du bist ehrlich Dritter. Ich seh's. Jetzt nicht mehr. Du hast zwei direkt bei dir. Du musst jetzt echt so super Run hinlegen. Komm, jetzt bist du wieder Dritter. Nee, Fünfter, Sechster oder so. Du bist gut, du bist Zweiter. Dritter, Vierter. Sehr schön. Es leben nicht mehr viele. Du bist immer noch Dritter. Oh nein. Komm, komm, du schaffst das. Du hast hinter dir sehr viele Geier. Die warten auf einen Fehler von dir, aber du gibst ihnen den nicht. Du gibst ihnen den nicht. Die beiden vor dir sind die einzigen zwei. Oh, jetzt bist du Vierter. Weil einer einen Boost bekommen hat. Schlechter Boost von dir, schlechter Boost von dir. Du wurdest wieder überholt. Du bist immer noch Dritter, du bist immer noch Dritter. Versuch zu halten. Komm schon, du schaffst das. Sehr schöne Bombe, sehr schöne. Oh, er hat es geschafft. Er hat den Boost benutzt im letzten Moment. Du bist Vierter. Der Drache ist direkt hinter dir. Du brauchst jetzt nicht Lösung. Du brauchst eine Lösung, Berko. Du brauchst eine Lösung. Komm schon, du schaffst das. Komm schon, du schaffst das. Oh nein. Oh nein, Berko, komm. Oh nein, nein, benutze deinen Boost. Sehr schön. Letzten Sekunden deines Lebens. Zieh durch. Zieh durch. Nein. Du hast ja mal Wacker geschlagen. Oder man kann gar nicht schneller als der Drache sein, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, kannst du auch nicht, aber die Frage ist halt immer, wer als erstes langsamer als der Drache ist. Warte mal. Ich hätte gewonnen tatsächlich. Jetzt liegt es einfach nur daran, dass wir was Gutes würfeln, komm. Ja? Komm, gib Reihenfolgen. Kletterkönig, ach Digga. Ey, wir kriegen voll auf dieselben Schuhe. Ey, dieselben Spiele. Ey, du weißt nicht, wer gerade geklingelt hat bei mir. Der McDonalds-Mann. Ja. Digga, ich hab doch gerade bestellt. Wieso ist der so schnell schon da? Ja, ihre Mann, Digga. Ist doch gut. Digga, da stand, der kommt erst um 23 Uhr. Digga, nächstes Mal gebe ich dem kein Trinkgeld, wenn er nochmal so früher kommt, als er kommen sollte. Ist doch nur gut für dich, wenn er früher kommt. Ja. Und ja, ich vertraue schon, dass er dann kommt, wie es da steht. Digga, beschwerst du dich gerade ernsthaft, weil er zu früh da war? Der soll dann kommen, wenn er auch kommen soll und nicht dann, wenn er nicht kommen soll. Hä, hey, Beko, manchmal bist du so komisch, ne? Ja, Bruder, schau mal, stell dir vor, du denkst, okay, um 23 Uhr kommt der. Du nimmst deine Lotion, du nimmst dir Zewa, ich meine, also... Hä? Yo, na, Bruder, keiner holt sich Lotion, wenn er... Ich meine, du bist noch in der Runde drin, zum Beispiel, in der FIFA-Runde, zum Beispiel. So, dann ist doch schlecht. Egal, lass den Tobi einfach so, als hätte ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Digga, ich war kurz weg und ich bin trotzdem nur ein Platz hinter dir. Drei. Ja, du, ey, hä? Bei uns ist es auch so, als wenn wir nicht spielen würden, Digga. Was willst du von mir? Wir holen ja gar keine Platzierung, Digga. Wir könnten theoretisch gar nicht spielen und immer auf die Würfel einfach nur warten. Theoretisch wäre das dasselbe.
Replika. Ich hab's angenommen, gell? Ich hab gesagt, kommen Sie später nochmal. Was redest du? Ja, Digga, ich hab gesagt, kommen Sie dann, wenn die Runde vorbei ist. Ich spiel grad Minecraft. Ich bin noch nicht runtergegangen. Er wartet jetzt unten auf dich. Willst du verarschen? Ja, ich hab ihm eine Zigarette angeboten. Ich rauche nicht übrigens. Mein Kollege hat die hier vergessen letztens. Nein, rauchst du? Nein, bei Gott, ich bitte. Bei Gott, ich rauch nicht. Jemand hat echt Zigaretten bei mir vergessen letztes Mal. Ja, warum hast du überhaupt Kollegen, die Zigaretten rauchen, ja? Das ist schon ein Minus. Oder jeder raucht in meinem Umfeld, außer ich. Jeder raucht, jeder macht. Dann such dir neue Freunde. Ach so. So einfach geht's. Gar kein Problem. Wie findet man denn neue Freunde heutzutage? Ja, du hast mich. Ja, aber du rauchst ja nicht. Wie finde ich noch mehr Nichtraucherfreunde? Ich rauche ja auch nicht, hä? Ja, ich weiß. Und wie finde ich mehr Freunde wie dich? Einfach mit mir chillen, Digga. Okay. Dann okay, der Rest kommt von alleine. Ich verstehe dieses Spiel übrigens nicht. Du musst einfach nachzeichnen. Hey, Digga, ich kann. Ich hasse das, wenn ich nicht zu Ende bauen darf, Digga. Ich konzentriere mich voll. Bruder, ich bin fast fertig und dann guck ich, ich habe eine Etage zu niedrig gebaut. Ja, irgendwie sieht das Grün nicht aus wie das Grün oben. Das ist dunkelgrün. Das ist im Schatten. Ja, das kann natürlich sein. Immanuel Kant-Theorie. Das hat nichts mit Immanuel Kant zu tun, bitte, Berg. Guck mal, lass mich doch. Guck mal, die Zuschauer wissen das vielleicht nicht. Warum lässt du mich nicht einfach? Schlau, ja, weil kommt. Es hat aber nichts mit Immanuel Kant zu tun, Digga. Das ist ja weird einfach, wenn du es sagst. Trotzdem ist das weird, wenn du das sagst. Ja, Digga. Weil. Digga, man ja, kann nie zu Ende bauen, Digga. Es fängt richtig an. Nichts zu bauen. Gar nichts. Wir haben zu viele Suchtis bei uns in der Gruppe. Ich bin Platz 9 sogar nur gewesen. Irgendwelche Leute, die nicht mal zur Schule gehen, gar nichts. Warte, ich geh auch nicht zur Schule. Okay, anderes sollte. Eins. Oh mein Gott, Digga. Pack mich wieder ganz nach hinten, bitte. Ey, wie isst du dein Sub? Ey, guck mal, wo wir sind. Wir sind immer nicht letzter und vorletzter Schubert. Let's go! Ja, ich bin einer vor dir. Sag mal, wie du dein Subway isst. Ich hab, soll ich dir was sagen? Ja. Ich hab letztens. Guck mal, ich hab einmal Subway gegessen vor 4 Jahren in Frankreich. Und ich musste fast kotzen, weil das so eklig war. Und seitdem. Das war das erste Mal, wo ich Subway gegessen habe und das letzte Mal. Und ich habe erst jetzt vor kurzem wieder Subway gegessen und es hat wieder nicht geschmeckt. Ich brauche einen Sub, der schmeckt. Ich finde Subway schmeckt. Ja, aber wie denn? Was muss man denn bestellen? Cheese Oregano Brot. Ja. Käse. Doppelt am besten. Vorher Nachos drauf machen lassen. Boah, ja. Aber diesen flüssigen Käse oder diesen. Normal. Verkackt. Wie flüssig oder normal? Es gibt keinen flüssigen Käse. Digga, du hast mich gefickt mit deinen Fragen, Junge. Ich versuche mich auf deine Fragen zu konzentrieren. Deine Fragen machen aber gar keinen Sinn. Es gibt doch auch geschmolzenen Käse bei Subway. Der wird nur geschmolzener Käse. Du kriegst keinen rohen Käse auf dein Sub. Oder okay, dann scheiß drauf. Ich esse einfach Cobblestone. Oder ich esse einfach gar nichts mehr. Ja, ist auch gar nichts mehr, Junge. Wer fragt denn flüssiger Käse? Wer sagt das überhaupt flüssig? Auf der Lieferando-App steht geschmolzener Käse und normaler. Ja, dann sag doch geschmolzen. Dann sag doch geschmolzen, nicht flüssig. Wer sagt denn flüssiger Käse, bitte? Aber das macht doch keinen Sinn, weil wenn die das Brot toasten, dann wird es doch eh geschmolzen. Warum? Ja, deswegen, da gibt es einfach Lieferando keinen Sinn. Aber wer sagt denn zu geschmolzen flüssig? Oder wenn es geschmolzen ist, ist doch. Der Aggregatzustand wird doch geändert. Ja, ich weiß, aber trotzdem sagt keiner dazu flüssig. Darum geht es. Nicht, dass es wahr ist. Stimmt, das ist wahr. Es ist flüssig, aber keiner sagt dazu flüssig. Meine Meinung nach. Warte mal. Wieso habe ich wieder eine 3 gewürfelt? Oh mein Gott, ich bin vorletzter wieder, Digga. Ich komme nicht raus von den letzten beiden Plätzen. Ah, wir sind sogar auf dem selben Platz. Oh nein. Wir sind so schlecht, Digga. So unfassbar kacke, ne? Wer trennt jetzt? Hä? Ach, startet hier. Meine Herren. Hä, wie komisch ist das? Wer trennt? Oha. Was ist das? Oh mein Gott.
Ach so, ja, sag das doch, Digga. Woher soll man das wissen, dass das... Woher soll man wissen, dass man nicht auf diesen Seelensand drauf soll? Ja, das könnte man sich denken, theoretisch. Man kann sich einiges denken. Weißt du, was mir bei dir aufgefallen ist? Hm. Wenn du spielst, du atmest gar nicht. Das stimmt, Digga. Jetzt, wo du sagst, das ist echt nicht gut. Warum atme ich nicht, wenn ich spiele? Deswegen versuche ich ja mit dir zu reden, damit du mir nicht wegkippst. Ja, das ist der einzige Gedanke dabei, ne? Mit flüssigen Käse fragen, Digga. Bruder, ich esse nie wieder flüssigen Käse. Fertig. Geschmolzen! Ach, Digga, meine Fresse. Ja, aber was ist denn geschmolzener Käse? Ist es ein harter Käse oder flüssiger Käse? Nein, oder ist es einfach gar nichts. Geschmolzener Käse ist geschmolzener Käse. Fertig. Das macht gar keinen Sinn. Oh mein Gott, Berko, bitte. Geschmolzener Käse ist flüssiger Käse. Ja, trotzdem sagt keiner zu geschmolzenem Käse flüssiger Käse. Das sagt man einfach nicht. Woher soll ich das wissen? Das weiß jeder. Ja, für mich macht es Sinn. Für Lieferando macht es auch Sinn, also ist mir egal. Ey, Bruder, wieso bin ich immer ein Letzter, Bruder, ja? Ich geb doch mein Bestes. Es muss doch einen geben, der schlechter ist als ich. Wie kann das sein? Platz 10 sind wir beide, Digga. Was hast du? Ich hab eine 2, Digga. Ich bin Letzter oder so. Ich bin Vorletzter. Oh mein Gott. Nice. Vorletzter geworden. Wieder eine super Runde, Digga. So. Nice Runde gewesen. Nice. Ich guck jetzt so, okay? Ich esse jetzt. Das war's. Wir haben verloren. Ja, gar kein Problem. Wir sind schlecht. Wir sind scheiße. Nice. Wir sind schlecht. Wenn ihr wollt, dass wir nochmal Minecraft Mario Party spielen, nein, dann lasst es. Nein, wir wollen heute kein Mario Party mehr. Was anderes. Wenn ihr wollt, dass wir was anderes spielen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin für Minecraft Mario Party, dass wir besser werden. Lass doch mal, warum spielen wir nicht mal so, weißt du, was es gibt? So, boah, so Mini-Varo. Stell dir das mal vor, mit so ein paar Leuten aus der Community, Subs oder so Mini-Varo. Ich habe noch eine Idee. Chat, was sagt ihr? Mini-Varo. Ich habe noch eine Idee. Ja, ich weiß, du wirst jetzt rausgehen. Gar kein Problem. Nein, auf Ernst, was wir machen können als nächstes. Sowas wie The Forest. Also so ähnlich. Ja. Auch in Minecraft. Ja, was denn? Oh mein Gott. Nice.